sicher ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Oh Gott, schnell, jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell. Ich höre da ganz, ganz böse Geräusche. Schnell da rein. Nein, wo kommen die denn her? Ich habe kein Motorrad, wie soll ich das denn überleben? Können die Treppen klettern? Ja, Mission abgeschlossen, Bruder, das hilft mir gerade gar nicht. Hoch, 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 hoch. Können die Stufen, können die Leitern? Digga. Oh nein. Oh, die kommen erstmal nicht hier hoch. Bruder, wie viele sind das denn, Digga? Oh nein. Okay, sieht wirklich so aus, als wenn die keine Treppen können. Stufen. Keine Leitern. Ja. War Mening fucking Hong und jetzt? Drop ein Ei runter. Ich würde gerne ein paar Molotows runterwerfen, aber. Nick, hörst du mich? Ich habe ein paar Sachen für dich gebraucht, falls du rumkommen willst. Nur ich hab. Ja, danke. Ja. Ich komm später rum. Bin ich mir gerade nicht so sicher, ob wir überhaupt nochmal irgendwo hinkommen. Wie komme ich denn jetzt aus dieser misslichen Lage raus? Kann man das aussitzen? Ich bräuchte sowas wie ein Paraglider. Wie reagieren die? Wenn da Krach ist, rennen die da alle rüber? Leider nein, leider gar nicht. Sehr uninteressiert. Hey. Oh doch, da unten sind keine mehr. Einfach despawned? Was ist passiert? Da rennen sie. Da rennen sie. Geil, ihr Nutten. Geil, Alter. Das funktioniert. Yalla. Junge. Wir machen unseren... Oh, ich habe nicht mehr genug Stuff. Wie die sich auch einfach draufstürzen, wie so Idioten. Okay, ich habe anscheinend nicht mehr genug Flaschen. Wir sitzen das noch einen Moment aus. Und gucken uns das noch von hier oben an. Wir können doch noch ein bisschen Munition wegschießen, aber ich habe das Gefühl, die rücken jetzt sowieso ab. Deswegen brauchen wir da jetzt gar nicht unnötig Hackmack machen. Dann müssen wir gleich hier vorne rum zu unserem Balk. Und dann kümmern wir uns wieder um die echten Missionen im Leben. Und damit hallo und herzlich willkommen zur fucking the fuck, was war's? Folge 13 vom großen Days Gone Let's Play. Hier auf Twitch. Ey, Kastu, ein wunderschön. Wie geht's dir, mein Freund? Rohrbombe, let's go. Ich hätte auch immer eine Rohrbombe. Ja, true. Ich hätte auch immer eine Rohrbombe benutzen können. Ich habe mir gerade unnormal in die Hose gestrullt. Wirklich. Deswegen habe ich vorhin nochmal von Jeans auf Jogginghose gewechselt, Freunde. Damit genau mir da kein Malheur passiert. Weil so ein Pissstain aus einer Jeans, wenn die erstmal festgekrustet ist, sieht man die länger als in der Jogginghose. So, dann wollen wir mal gucken, wie lange wir jetzt überleben. Boah. Das war wirklich viel für mein junges Herz. Stress, Stress. Oder er lässt ultimativ baumeln. Wenn ihr wiederkommt, ich kletter einfach wieder hoch. Es ist mir egal. Bleibt da, wo ihr seid. Ihr Sacknutten. Ehrlich. Digga, wenn ich euch grunzen höre, ne, wirklich. Da wird mir anders. Wieder ich Kackteile. Oh ja, für zwei. Bam. Bam in Ninghong. Ein paar Zombies haben wir umgelegt.
Hast mich gesehen? Ey, Aikatsu, kannst du mir sagen? Ach, wir müssen uns beeilen. Ich merke das doch schon. Die kommen doch wieder. Wir müssen hier weg. Kannst du mir sagen, ob die Viecher uns sehen, ob die uns hören oder ob die uns riechen? Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Also ich weiß, dass ich leise sein soll, aber ich habe auch das Gefühl, dass die auch per Blickkontakt alles, okay. Die funktionieren also wie normale Menschen. Verpisst euch alle, geht alle weg. Wieso bin ich zum Scheißfick da runtergesprungen wie so ein Esel? Was für ein ultimativer Fehler. Jetzt muss ich den ganzen Weg drum rumlaufen, um wieder in das Dreckscamp zu kommen. So. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir allerdings mal kurz in diesen Kopfwagen rein. Da ist zwar die Scheibe eingeschlagen, was eigentlich bedeuten sollte, dass da nichts mehr drin ist, aber you never know. Natürlich. Munition macht nämlich immer Sinn und Spaß und Laune. Gucken wir da auch nochmal kurz rein. Wieso ist denn dein Bike so weit weg? Weil ich dachte, es wäre eine gute Idee. Ich zeig's dir gleich nochmal. Also das Bike steht da. Und das können wir auch mal eben kurz berüsseln, eigentlich. Da war dieses Massengrab vom Camp und da wollte ich runterspringen, beziehungsweise gucken, was da unten ist. Dieser Radiosendeposten und dann sind wir da gelandet. Na egal, soll nichts zur Sache tun. 1 Kilometer weite Fahrt, wir gucken mal kurz, ob das die Mission ist, die wir uns, der wir uns annehmen wollen. Wir könnten wieder dem Nero-Helikopter hinterherfliegen. Das ist wahrscheinlich wieder so, dass die dann in irgendeinem Dungeon rumhängen und irgendwelche Testergebnisse holen. Vielleicht aber dann kommen wir aber auch dem Typen näher, der O'Brien hieß der, glaube ich, ne? Sarah mitgenommen hat. Wir können ein paar infizierte Sachen wegmachen. Hinterhaltcamp. Ne, okay, komm, dann machen wir in der Main Story weiter. Aufgesattelt und los, mein Freund. Das war knapp. Das war knapp. Och man, hier sieht alles so cool aus, Digga. Ich will mir das doch jetzt auch wieder angucken hier. Wieso bauen die denn sowas hier hin? Wie soll ich denn jemals irgendwo ankommen, wenn die immer alles cool machen? Oh, ein Reh. Der Patronus von Harry Potter. Ja, ein Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Da unten, das? Oder was meinst du, Kumpel? Wenn du jetzt das da unten meinst, ja, dann nehmen wir das mal eben kurz mit. Das ist ja klein. Steig mal ab von deinem Pony. Ist das das? Meint er das damit? Mit Camp? Ich sehe nämlich keinen einzigen Bree. Ich sehe auch keinerlei Bewegung. Kann man auf der... Ah, fuck. Kann man auf der Map was sehen? Ne, wahrscheinlich meint er hier, ne? Weil hier ist ziemlich viel Blut. Wir gucken trotzdem einmal kurz. Ach, das ist wieder so ein öffentliches Scheißhaus. Wo wieder Zombies ihre Geschlechter nicht kennen. Und die falsche Seite benutzen. Gucken wir mal kurz hier runter. Ja, gut. Vermutlich eher ein Indiz, dass die, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Schlechter, Skinner. In der Nähe sind. Dementsprechend luschern wir weiter ab aufs Bike und dann einen Hügel hoch. Aha, ja. Ja. Digga, diese kleinen Körper, ne? Die machen mir echt... Weiß ich nicht, was ich davon halte, wenn ich diese kleinen Körper sehe. Da unten ist doch der erste, oder nicht? Da steht auch was draufgeschrieben. Das heißt, wir gucken mal von da oben einfach. Markieren von da schon mal die ersten Skinner oder wie die heißen. Ist die Fahrzeugsteuerung? Nein, die Fahrzeugsteuerung ist ultra cool.
Aber das, also ich hoffe, das sieht man auch, dass ich mich nicht so schwer tue wie bei Cyberpunk. So. Let's have a look. This Sakam. Yes. Uno. Das ist aber ein großes Camp, hä? Ist das wohl möglich? Stay the hell away. Ich möchte erleuchtet werden. Schneid mir die Haare ab und ritz mir irgendwelche Hieroglyphen in die Fresse, dann erst dann bin ich erleuchtet. You are dead. Actually not true. Ja, wir move runter hier in dem Busch. Ja. Gucken, wie weit wir kommen. Bei dem Run. Gar nicht mal so viel Munition überall. Aber vielleicht können wir auch einen großen Teil in Sneaking machen. Das attempten wir zumindest immer am Anfang. You're dead. This is our camp. Sie kriegen auf jeden Fall schon mal keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Kein Preis für Gewaltiger und Mörder. Fatality. Okay, Bruder, weiß ich jetzt nicht, ob Mörder auch. Also Mörder ist eine Sache. Gewaltiger ist nochmal richtig unkorrekt. What the fuck? Exadior, Bruder. Was geht, was geht? Vielen Dank für dein Bild. So, kannst du mal bitte kurz hier hinkommen? Direkt vor meine Nase. Jetzt würde ich den da oben gerne markieren, aber wenn ich das jetzt mit Fernglas raushole, dann stehe ich da wie der letzte Hayopai. Drehst du dich kurz um? Nein, es ist auch zu spät. Wir könnten aber stattdessen... Oh. Hat er nicht gesehen? Hallo. Ja genau, guck dir das mal an. Da ist doch was im Busch. Frage ich mich. Was ist denn da bloß los? Hier ist was. Ja. Was zum... Erst ist erledigt, jetzt der Rest von euch. Ah, lieben wir, Brother. Brother from another mother. So, da oben habe ich gerade einen Bruder gesehen. Den würde ich gerne markieren erst. Da ist er. Also da ist auch einer. Den meine ich zwar nicht, aber da ist auch einer. Hier oben. Den brauchen wir nicht markieren. Der ist schon ultimativ markiert worden. Sometime along the line. Das müssen wir aber auch vorsehen. Oh, Bruder, das, wie viele sind denn das? Da oben war gerade noch einer. Da ist noch einer. Sie quarzt. Okay, die bringt sich quasi selber um. Der ist tot, aber da oben war auch noch einer. Da ist einer mit das dicken Snipe. Was exakt? Achso, du hast was gehört von mir. Alright. Lass uns mal gucken, ob wir von der Seite ein bisschen rein können. Weiter vordringen ins Camp. Hier ist nicht viel mit hohem Gras und mit Hiding-Spots, sag ich dir so, wie es ist. Da hinten steht noch einer. Da ist da oben noch der Sniper-Kasper, aber den sehr, sehr wirklich obvious. Ich würde jetzt gerne hier und dann hinter... Aber ich weiß nicht, was die hier oben machen. Die scheinen gerade nicht zu gucken. Weit genug weg zu sein. I hope. Weil dann naschen wir jetzt kurz die alte hier weg. Das klingt sexueller, als es gemeint ist. Ganz ruhig, Mäuschen. So, jetzt haben wir dich aber auch. Du weißt auch gar nicht, wo du rumzielst, habe ich das Gefühl. So, ich glaube, jetzt haben wir zumindest den großen Teil vom Camp. Wie, du verrätst mich jetzt, du alter Hirsch. Den großen Teil vom Camp markiert. Oh, mein Auge juckt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh. Oh, Bruder. Huch. Oh. Dann lass uns mal gucken bei Bear Creek. Sind wir hier? Ob wir hier Places to hide haben.
Oh, da oben ist einer, der ist jetzt... der fragt sich, was ist da los? Habe ich doch was gehört, denkt er sich. Vorne ist wieder ein dickes Osterfeuer am Brutzeln. Kannst du weggucken, bitte? Der guckt mich direkt an. Okay. Up, 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 up. Die beiden, die decken sich ganz gut. Der eine kommt hier in die Richtung. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Da ist ja einer direkt. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ab ins Gras, ab ins Gras, ab ins Gras. Oh. Bruder, hier vorne steht ja direkt einer, aber das tickt ihm. Es muss einer von denen moven, ansonsten wird's tricky. Ich würde jetzt gerne den da vorne, den wir markiert haben schon, erleichtern, um seine Existenz. Da ist ja noch einer, Bruder. Wie viel gibt es denn davon? Können wir den vielleicht einfach erschießen? Schallgedämpft. Das war gar nicht mehr schallgedämpft. Der Schalldämpfer ist kaputt. Das war ja mal wirklich jetzt wieder eine absolut astreine Nummer. Komm schon raus. Der rührt sich nicht. Auf ihn. Vorwärts. Und genau in dem Moment, wo du das schreibst, Erebos, ist die ganze Deckung hops. Okay, Showtime, it is, I guess. Ich brauche Deckung, Bruder, du spielst nicht mal mit. Okay, der braucht die dicken Kaliber. Das ist nicht dein Ernst, Bruder. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt setzt du nach. Ja, sehr gut. Kurz mal den hier reinhasseln. Ich muss nachladen. Ich finde schön, dass sie das aber auch callen dann. Ich guck gerade ein bisschen, ich bleib ein bisschen unter Deckung. Ich muss nachladen. Was auch immer der gesagt hat, der Mann. Lebt er noch? Hallo, was ist denn jetzt hier los? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Was machst du da? Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Arschloch, Alter. Ich habe zum Glück ein bisschen was zum Healen mitgebracht. Hey. Wieso lebt die alle noch? Wie viele Schüsse willst du denn fangen eigentlich? Mit deiner Glatze, Junge. Mein Gott. Ich muss mir auch einfach mal angewöhnen, direkt den Headshot zu treffen. Und nicht erst noch ein paar Bodyshots zu playen zwischendurch. Das ist nämlich offensichtlich eine Gaming-Decision. So, wir nehmen noch eben kurz hier den Loot von euch mit, Boys. Gebt mir mehr alles, was ihr habt. Ja, das war eine absolute Nullnummer. Ich dachte, ich könnte den wegsnipen, so auf entspannt. Da steht ja auch einer. Okay, also ich habe einfach nur so 20% vom Camp aufgeregt und aufmerksam gemacht auf mich, während der Rest einfach sein Ding weitermacht. Weil Schüsse so schwer zu hören sind. Wollen wir mal gucken, ob wir den Bruder überraschen können. Hier scheinen überall nicht mehr so viele unterwegs zu sein. Dann gucken wir mal. Der Typ hat wenigstens eine Axt am Start. Das heißt, er wäre für den Infight dabei. Und noch einer. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Einen Moment zu spät ich dafür entschieden. Da ist der nächste. Ja, jetzt, wo wir einmal entdeckt wurden, können wir auch mal durchziehen. Naja, ich... Oder ich bin unsichtbar, Junge. Ich bin einfach... Ich habe diesen Unsichtbarkeitsumhang von Harry Potter um, glaube ich.
Zack, Junge. Sneaky McSneakson. Ganz ruhig, mein Freund. Es ist sofort vorbei. Okay, wir merken uns aber, wenn wir mal sneaken und wir fliegen auf, ist das nicht das Ende der Welt, weil danach kann man einfach, man fängt dann kurz die Welle ab, die kommt, und danach kann man einfach weiter sneaken. Weiß nicht, wie cool das ist. Oh Gott. Herzlich willkommen im Dayscorn Wunderwald. Ein magischer Ort für alle, die gerne etwas über Anatomie lernen wollen. Hurensohn. Er hat mich einfach in den Hals gebissen. Ich bin turboempört. Das heißt, dass wir gleich essen. Oh, was passiert denn jetzt? Oh nein. Nee, ne? Wieder am Anfang. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal.